Herzlich willkommen zum Software-Demo-Film. Mein Name ist Jürgen Scherer und heute geht es um die Themen Budgetplanung, Budgeterfassung und Budgetauskunft. Wir haben den kompletten Prozess der Budgetplanung innerhalb Infomas integriert. Das heißt, ein Prozess, der bisher bei vielen vielleicht papiergebunden stattfindet, in dem Mittelanmeldungen in Papierform an Fachabteilungen gegeben werden, diese dann dort händisch ausgefüllt werden und wieder zurückgeschickt werden und dann manuell erfasst werden müssen. Diesen kompletten Prozess haben wir digitalisiert. Hierfür gibt es im System die Möglichkeit, über eine Rolle Budgetplaner zu arbeiten und diese eben angesprochenen Mittelanmeldungen, die sogenannten Budgetanforderungen, dann auch elektronisch innerhalb des Systems zu übertragen. Das heißt, ich hätte jetzt hier entsprechende Mitteldefinitionen, Mittelanmeldungen, die ich an entsprechende Benutzer verteilen kann. Hierüber sehe ich dann auch den kompletten Prozess. An wen habe ich es bereits verteilt? Von wem habe ich es bereits zurückerhalten? Die Kollegen innerhalb der Fachabteilungen würden dann direkt sehen, dass sie eine Mittelanmeldung zu planen haben, würden innerhalb dieser Mittelplanung dann auch nur noch die Informationen dargestellt bekommen, die zur Planung auch relevant sind, um dann letztendlich natürlich auch direkt im System die Mittel erfassen und dann auch einreichen zu können. Wenn diese Informationen dann eingereicht wurden, stehen die natürlich in der Kämmerei wieder zur Planung zur Verfügung. Die Informationen könnten dann hier direkt übers System eingesehen werden und müssten dann natürlich nicht nochmal abgetippt werden, sondern hier über diesen Knopf übernehmen, natürlich direkt ins System übertragen werden. Dadurch haben wir den kompletten Prozess eben digitalisiert, haben hier natürlich die Möglichkeit, Dokumente mit anzuhängen, Begründungen, Erläuterungstexte mitzugeben, um eben diesen Prozess der Doppelerfassung komplett einzusparen. Über die Budgetauskunft gibt es dann die Möglichkeit, auch unterjährig letztendlich für die einzelnen Budgetverantwortlichen eine sehr reduzierte Darstellung im System zu haben. Direkt auf dem Startbildschirm würden die jeweiligen Kollegen dann sehen können, wie viel Geld steht mir innerhalb meines Budgets denn überhaupt noch zur Verfügung. Also auch hier geht es letztendlich darum, dass auch Benutzer, die vielleicht normalerweise nicht mit Infoma arbeiten, die Möglichkeit haben, sehr einfach zu sehen, wie viel Geld denn noch zur Verfügung steht, ohne hier viele Klicks machen zu müssen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viel Spaß beim Arbeiten mit Infoma.